Hallo und herzlich willkommen bei Ralfs Unboxing. Es ist wieder Montag, es ist 19 Uhr und das heißt mal wieder Wochenupdate. Ja, normalerweise drehe ich dieses Wochenupdate immer abends am Sonntag, aber diesmal drehe ich es in zwei Parts, also einmal abends am Sonntag und jetzt. Wir haben jetzt so ungefähr 19 Uhr am Samstag. Dieses Paket, was davor steht, ist von Revi und ich wollte es jetzt mal live vor der Kamera auspacken. Ich bin schon so ein ganz kleines bisschen angefressen, weil heute ist der 30.09. und bestellt habe ich das Ganze am 19.09. Also hat schon ein paar Tage gedauert, bis es hier war. Leider kann ich jetzt den 30.09. nicht deklarieren, weil es wurde schon am 28.09. das erste Mal zugestellt. Da war ich nicht anzutreffen, denn am 29. und heute habe ich es denn bekommen. Ja, was sagst du zu dem Paket? Da sind jetzt mehr als zwei Filme wahrscheinlich drin. Also ich denke mal so sieben, genau weiß ich es jetzt nicht mehr. Und es ist verpackt in so einem etwas dickeren Luftpolsterumschlag. Ja, das sagt ja schon alles über Rebuy. Ich habe schon lange nicht mehr bei Rebuy bestellt, weil mir die Qualität der Sachen war ich immer sehr unzufrieden mit in letzter Zeit. Und das ist jetzt, ich würde mal sagen, seit einem halben Jahr meine erste Rebuy-Bestellung wieder. Weil ich Revi mal wieder eine Chance geben wollte, aber die Verpackung sagt ja schon mal nichts Gutes. Und wie man hier sieht, sind hier auch zwei Versandlabels drauf. Einmal hier und einmal da. Da ist dann bestimmt irgendwas schief gegangen. Ist wahrscheinlich zurück an Revi geschickt worden oder was weiß ich. Deswegen hat es noch so lange gedauert, bis es bei mir war. Aber ist ja auch alles egal. Es ist jetzt da. Die Verpackung ist zwar scheiße, aber ich hoffe mal, dass die Sachen da drin annehmbar sind vom Zustand her. Ich habe alles zwischen Zustand sehr gut und wie neu gewählt. Vielleicht ist da ja auch noch was Verschweißtes dabei. Das werden wir dann sehen. So, ich packe das Paket jetzt erstmal beiseite und hole Film für Film raus. Auf eine Sache freue ich mich richtig, richtig gut, geil drauf. Also, auf eine Sache freue ich mich richtig drauf. Und das zeige ich, wenn es soweit ist. So, kommen wir zum ersten Film mit Dolph Lundgren. Den gibt es leider nur auf DVD. Der heißt Diamond Dogs. Und von der Hülle her sieht es eigentlich schon mal ganz okay aus. Die Aufkleber haben sie auch nicht geändert. Hier die typischen Revi-Aufkleber. Wendekaffee gab es zu der Zeit wohl noch nicht. Ja, hier haben wir die Disc. Ja, die hat zwar schon ein paar Kratzer, aber sieht doch eigentlich ganz okay aus. Auch hier die Uncut-Edition von dem Film. Also erster Film, okay vom Zustand her. So, jetzt bitte nicht lachen. Das ist ein Film, worauf ich eigentlich überhaupt nicht stehe. Und zwar ein Bollywood-Film. Aber wie ihr schon sehen könnt, spielt hier Sylvester Stallone mit. Seine Rolle in diesem Film ist natürlich ein Witz, weil ich glaube, der spielt nicht mal direkt damit. Der ist einfach nur reingeschnitten worden. Ja, auch hier diesen typischen Revi-Aufkleber. Hülle ist hier so ein bisschen kaputt. Da gucke ich gleich mal, ob es das Cover erwischt hat. Ich würde mal sagen, vom Cover her ist das noch ganz okay. Ja, Cover ist auch nicht beschädigt. Gucken wir uns mal die Disc an. Wendecover haben wir auch mit dabei. Ja, die Disc ist 1A. Also bis auf dass die Hülle hier ein bisschen eingedrückt ist, ist es eigentlich auch ein sehr guter Zustand. So, weiter geht's mit einer weiteren DVD von Dolph Lundgren und zwar hier Storm, was ist das? Catcher? Ja, Stormcatcher. Und das ist die Verleihversion. In der ungekürzten Fassung gab es, glaube ich, nur in der Verleihversion. Hülle sieht jetzt für eine Verleihversion zwar schon ein bisschen abgegrabbelt aus, aber das ist ja bei Verleihversion normal. Ich bin gespannt, wie die Disc aussieht. Schon sehr alt. Und dann kommen wir mal zur Disc. Oha. Die sieht ja schon von der Bedruckung her richtig scheiße aus. Hier sind noch so Klebereste von diesem Verleihsticker, denke ich mal. Gucken wir uns mal die wichtige Seite an. Ja, die sieht aus wie neu, ist wahrscheinlich abgeschliffen. Ja, bin ich gespannt, ob die überhaupt noch läuft. Na, okay, Stormcatcher. Erster fehlt schon mal. Für einen Zustand wie neu bis sehr gut ist das nicht gut. Den hebe ich mir bis zum Schluss auf. Das ist der Film, auf den ich mich richtig freue. So, dann geht es weiter. Auch mit einem Film, den ich mir lange, lange kaufen wollte, wo Arnold Schwarzenegger eine Nebenrolle hat, und zwar in 80 Tagen um die Welt. Da spielt auch noch Jackie Chan mit. Richtig cooler Film. Hatte ich früher auf DVD, jetzt endlich mal abgegradet auf Blu-ray. Hier kann ich überhaupt nicht meckern. Top-Zustand, die Hülle. Cover sieht auch sehr gut aus. Hat sogar ein Wendecover dabei. Und hier haben wir auch. Oha! Okay. Ich weiß nicht, ob man das jetzt gut sieht, aber die Disc ist jetzt schon ganz schön. Naja, aber sie hat keine Kratzer, sie hat nur sehr viele Fingerabdrücke. Aber okay, wie gesagt, also der Zustand sehr gut kommt hier auf jeden Fall hin. So, was haben wir hier noch? Noch drei DVDs und dann mein Highlight. Da kommen wir dann gleich zu. So, jetzt mal die Tüte hier weg.
So, auch wieder ein Film mit Dolph Lundgren, den es leider nur auf DVD gibt. Direct Action heißt der. Der sieht von der Hülle wirklich auch sehr gut aus. Cover auch sehr gut. Hier die DVD. Ein paar kleine Kratzer, aber fürs Alter denke ich mal auch normal. Auch 18er Version Uncut. Guter Zustand. So, dann haben wir hier einmal Red Zone. Das soll eigentlich die Uncut-Fassung sein, die ist aber ab 16, wie ich gerade, denke ich mal, sehe. Ich habe dieses Cover nämlich schon mal gesehen. Ja, die ist ab 16. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, ob ihr wisst, ob das die Uncut-Version ist, hier der ERN. Ich hoffe mal. Oh, eine Wegwerfhülle. Okay. Noch hier. Die Disc ist aber top, als wenn die noch nie geguckt wurde. Ja, wirklich top. Wegwerfhülle ist natürlich flop. Aber so insgesamt ist der Zustand wirklich okay. Das ist ein super Zustand sogar. Oh, oh, damit hätte ich ja jetzt nicht mehr gerechnet. Wir haben Tatsache eine eingeschweißte Variante dabei. Und zwar mit Dolph Lundgren Misery Man. Ja, da brauche ich den Zustand jetzt eigentlich auch nicht erwähnen. Die ist definitiv neu. Aber gucken wir uns das trotzdem mal an hier. Ich hole mal ein Messer. Ja. Schnippeln wir hier mal eine Seite rein. Gibt es auch leider nur auf DVD, den Film. Aber kann man halt nichts daran ändern. Ja, die Hülle ist natürlich neu, war ja eingespeist. Keine FSK-Flatschen drauf, finde ich schön. Ein Wendecover, ist noch eine alte DVD. Und natürlich ist die DVD dann auch neu. Ja, was hat der für ein altes Freigabe? Freigabe 16 mit einem weißen Flatschen. Habe ich ja auch noch nicht gesehen. Hinten ist ein blauer. Ja, also das war jetzt auf jeden Fall schon mal der beste Zustand. Also wie gesagt, wie neu. Und jetzt kommen wir zum letzten Film, auf den ich mich wirklich richtig freue. Weil der war günstig drin für, ich glaube, 5,45 Euro oder so. Und ist ja auch noch ein recht neuer Titel. Und zwar Kickboxer, die Vergeltung Uncut. Da bin ich richtig gespannt drauf, wie der so ist. Noch besser als das Original, das kann ich mir zwar nicht vorstellen. Aber hat auf jeden Fall schon mal ein Wendecover. Hallo? Rewind? Was ist denn das? Ja, ich guck mal zur Sicherheit nochmal in den Brief rein. Ja, da ist nur noch 25 Euro Gutschein drin. Das gibt's doch nicht. Der Film, worauf ich mich am meisten freue, hat absolut keine Disc drin. Ja. Ja. Okay. Also, wie das aussieht, hat Rebuy sich in diesem halben Jahr Abstinenz von mir nicht gebessert. Alleine schon die Versandart. Und dennoch so ein Fehl hier, dass da nicht mal eine Disc drin ist. Ja, leicht beim Boxing hin oder her. Okay, naja, so jetzt werde ich mich mit Rebuy in Kontakt setzen. Die werden dann wahrscheinlich mir den Film nochmal neu schicken oder mir den Film erlassen. Aber was sollen die mit einer leeren Hülle? Die sind da eigentlich immer sehr kundenfreundlich in dieser Sache. Da ich ja heute, wie gesagt, den ersten Part gedreht habe, hier mit diesem Rebuy-Paket, Live-Unboxing sozusagen, kann ich euch ja dann nachher, also gleich, ihr seht es ja gleich im nächsten Part nach dem Schnitt, kann ich euch erzählen, was Rebuy geantwortet hat, falls die den Hund beantworten, was ich aber auch nicht glaube. Aber mal gucken, ich werde die einfach mal anschreiben. In diesem Sinne sage ich mal, bis gleich, ihr könnt ja mal eure Erfahrungen von Rebuy in die Kommentare schreiben. Ja, was hat mit Kickboxer eh? Das ist halt scheiße. Da bin ich jetzt wieder richtig, richtig down gerade. Aber naja, gut. Der Film, auf den ich mich am meisten gefreut habe, ist nicht dabei. Jedenfalls die Hülle habe ich jetzt. Geile Sache. Ja gut, auf jeden Fall bis gleich. Ja, dann machen wir gleich mal weiter. Erst noch mal einen kurzen Satz dazu. Rebuy habe ich leider nicht mehr erreichen können. War anscheinend schon zu spät für den Kundenservice, weil da ein Tonband ranging. Und da werde ich mich aber schon mit einigen. Aber ich halte euch dann im nächsten Wochenupdate auf dem Laufenden. So, dann kommen wir schon zum letzten Film in diesem Update, und zwar hier Fluch der Karibik, Salazar Rache. Ich wusste gar nicht, dass es den schon gibt, oder eigentlich gibt es den auch noch gar nicht, oder ich weiß auch nicht. Auf jeden Fall hat mein Nachbar, der die Büro hat, mir den Film mitgebracht und mir geschenkt. Das ist die ganz normale Emery, und ich habe ja das Savi-Steelbook bestellt und brauche ja somit auch deutschen Ton. Und hier ist er denn nun. Ja, Fluch der Karibik, Salazars Rache. Ganz normale Emery. Wer den Film noch nicht gesehen hat, kann ihm auch Pause drücken. Hier ist Bein. Und innen drinne die ganz normale Blu-ray. So, die lege ich mal ganz auf Seite, weil ich habe nämlich noch eine Sache bekommen.
eine richtig geile. Und zwar die Super Nintendo Mini Classic Konsole. Richtig genial. Hier der Karton von der Vorderseite. Denn die Rückseite mit den Abbildungen der Spieleverpackungen, die damit drauf sind. Seitenansicht mit ERN. Andere Seitenansicht. Oberansicht. Unteransicht. Und zum Schluss nochmal die Vorderseite. Und jetzt zeige ich euch nochmal die Konsole und den Stick. Den Joystick. Oder den Joypad. Das ist die Konsole. Wie ihr seht, meine Hand und die Konsole richtig klein. Aber auf jeden Fall richtig geil und hochdetailliert gedruckt. Die war sogar noch an. Hier oben das Logo, denn hier Nintendo, Super Nintendo Entertainment. Der Knopf hat keine Funktion. Hiermit wechselt man die Spiele. Hiermit macht man halt an und aus. Der Schacht hat auch keine Funktion. Hier hinten sind die Anschlüsse für HDMI und USB. Unten dann das hier. Und vorne haben wir das, damit das so ein bisschen retromäßig rüberkommt. Das macht man dann ab. Und dann hängt das hier und da passen dann die ganz normalen Pads rein, auch von der NES Mini Classic und auch Wii Pads. Ja, auf jeden Fall richtig geiles Teil, aber nicht umfallen. Naja, kann es auch stehen bleiben. So, jetzt kommen wir zum Pad. Hier dann nochmal gleich der Anschluss. Wo ist er denn? Hier, dass man das sieht. Und dann hier diese schöne Retro-Feeling. Richtig geil. Alles natürlich super fest hier oben mit den Knöpfen. Die Seite sieht dann so aus. Und das Kabel ist auch diesmal viel, viel länger als bei der Nintendo Classic, also die erste. Viel, viel länger ist das Kabel. Jo. Und damit das noch nicht genug war heute fürs Video, zeige ich euch jetzt noch mal einen kleinen Einblick in die Welt der Super Nintendo Mini Classic Konsole, was da so für Spiele drauf sind. Ich spiele auch noch ein, zwei Spiele an kurz und dann ist das Video auch beendet. Also bis gleich im kleinen, ich würde mal sagen, Let's Play Part, da fällt schon gleich der Joystick um. Bis gleich. Ja, da ich ja eben gesagt hatte, ich blende euch mal so einen kleinen Ausschnitt ein, was da so alles an Spiele drauf ist. Ich habe auch schon ein bisschen gespielt. Von zum Beispiel von Star Fox 1 hatte ich das erste Level gemacht, damit ich jetzt alle Spiele freigeschaltet habe. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Ich mache dann einfach mal das Ding an. So, los geht's. Oder auch noch nicht. Ah, jetzt passiert da schon was. Und da haben wir schon die Oberfläche des SNES Mini Classic mit den ganzen Spielen. Ich mache mal ein bisschen leiser. Ich bin jetzt kein professioneller Let's Player, deswegen nehme ich einfach nur das Bild von meinem Fernsehen mit meiner Kamera auf. Und dann gehen wir jetzt allererstes mal die Spiele mal durch hier. Was haben wir hier gewählt? Mega Man X, denn hier Star Fox 1, Star Fox 2. Wenn ihr den neu auspackt, ist bei Star Fox 2 so ein Geschenke-Logo in weiß und das schaltet man halt erst frei, wenn man von Star Fox 1 das erste Level gespielt hat. So, dann haben wir Castlevania 4. Super Golden, das kenne ich gar nicht. Super Mario RPG, Legend of the Seven Stars. Habe ich auch schon angespielt ein bisschen. Das gefällt mir persönlich nicht so. Denn Super Metroid, Super Punch-Out, The Legend of Zelda, A Link to the Past. Yoshi's Island, richtig geil auf jeden Fall. Denn Contra 3, The Alien Wars. Donkey Kong Country, auch wirklich Megatitel. Final Fantasy 3, Kirby Superstar, Kirby's Dream Course, Secret of Mana, dann Street Fighter 2 Turbo, Hyper Fighting, Super Mario Kart, auch mega geil. Super Mario World, brauche ich eigentlich auch nichts zu sagen. Dann Earthbound, F-Zero, gefällt mir auch recht gut. Und Mega Man halt sind wir wieder beim ersten. Ja, insgesamt 21 Spiele hier drauf. Und werden wir mal ein, zwei Mal so anspielen, damit ihr die ungefähre Grafik wisst. Ich habe jetzt hier nichts verändert an den Einstellungen. Man kann auch in 16:9 stellen und so. Ich habe da jetzt aber in 4:3 gelassen beim Spielen. Fangen wir mal an mit Mario Kart. Ja, Nintendo. Super Mario Kart. Links Mario. Ne, links Luigi und rechts Mario. Und drücken wir auf Start. Ein Player. Es sind ja zum Glück zwei Joysticks diesmal bei, aber jetzt geht es erstmal alleine. 50er Klasse oder 100er Klasse. Aber fangen wir mit der 50er Klasse an. Und natürlich ein Player und so weiter. So, dann kann man sich hier sein Fahrer aussuchen, wie man das von früher halt kennt. Ich nehme mal den Bowser. Ja. Mushroom Cup Race, Flower Cup Race,
Star Cup Race, ja, dann nehmen wir mal erste. So, Mensch, Retro-Feeling und los geht's. Eine Runde Mario Kart. Let's going on. Oh, der Start war ja mal richtig beschissen. Na, mal sehen, wie es wird. Gott. Alter. So schwer haben wir das gar nicht vorgestellt. Absolut mega genial. Dann habe ich hier Münzen da. Scheiß Item. Aber ich bin ja schon auf dem zweiten Platz. Nee, doch. Wer ist auf dem ersten Platz? Mario war ja wieder klar. Och. So, was kriegen wir jetzt? Was kriegen wir jetzt? Was kriegen wir jetzt? Was kriegen wir jetzt? Und was kriegen wir jetzt? Na? Ah, Mist, jetzt habe ich ja keinen mehr vor mir. Ah. So, weiter geht's. Weiter geht's. Schon drittes Lap und ich bin immer noch auf Platz 1. Na, ob wir das Ding hier reißen? Ich denke mal schon. Auf jeden Fall richtig geil. Die Grafik ist natürlich klar von früher, aber absolut geiles Retro-Feeling, macht richtig Laune. Vierte Runde schon und dann können wir den da vorne gleich mal wegbomben. Ja, Wollinger. Und weg ist er. So, gleich neues Item geschnappt hier. Und die Bananenschale. Die ist natürlich gut, weil hinter uns sind ja ganz viele, weil ich ja eben auf dem Platz 1 bin. Ist aber bestimmt jetzt nichts Besonderes. Weil ja auch die erste Welt ist und so weiter. Schwierigkeitsgrad konnte man, glaube ich, auch nicht einstellen. Also ich bin jetzt hier kein Pro-Gamer. Man sieht es ja an meiner fahrerischen Kunst hier. So, erster Platz. Und den ersten überrundet, den Todd. Da lag meine Banane. Und ich habe es geschafft. Erster. Jawohl. Ja, jetzt kommen wir natürlich zum kleinen Nachteil der SNES Mini Classic. Das war schon bei der ersten auch so. Da muss man jetzt, um das Spiel zu wechseln, muss man nämlich jetzt auf der Konsole auf Reset drücken. Da hätte man vielleicht auch noch einen Knopf nehmen können auf dem Joystick. So, hier unten kann man dann jetzt hier diese Datei speichern. Da habe ich noch gar keine gemacht. Aber das könnt ihr euch alles so selber mit einfuchsen, wenn ihr das Ding habt. So, Race-Spiel hatten wir gerade. Spielen wir mal was anderes. Was spielen wir denn? Ja, bei Zelda ist auch ein bisschen doof. Ist halt nicht in Deutsch, ist halt auch Japanisch, glaube ich. Spielen wir mal eine Runde Donkey Kong. Nein, ich möchte nicht das spielen. Ah, wo ist Donkey Kong? Ist Donkey Kong wieder weg? So, Donkey Kong. Jo. Na, los geht's, los geht's, los geht's. Die Grafik von Donkey Kong ist auch wirklich sehr, sehr geil. Habe ich auch schon angespielt einmal kurz. Also, was heißt sehr, sehr geil? Natürlich zu heutigen Spielen absolut nicht zu vergleichen, aber für damalige Verhältnisse von 1994 war Donkey Kong schon herausragend, denke ich mal. Kann man auch mit mehreren Leuten spielen. Da unten läuft er. Geil. Ja, das musste man jetzt nochmal machen. Einfach auf Start drücken. Ich glaube, ja. Ja, und los geht's. Bananenjumper. So, Donkey Kong. Zeig mal, was du kannst. Das muss ich mal selber. Hier kann man sich drehen. Die Fässer konnte man da nehmen. Jetzt habe ich Diddy Kong schon mal. Und diese Symbole muss man, glaube ich, einsammeln. Natürlich auch noch ein Nachteil bei der SNES Mini Classics. Es fehlen halt 21 Spiele, sind halt wirklich nicht viel, muss ich wirklich zugeben. Mir fehlen halt so Spiele wie Turtles oder hier Disney-Spiele wie Aladdin. Das war früher auch ganz cool. Aber da hätte man, glaube ich, extra Lizenzen gebraucht. Und dann wäre die wieder teurer gewesen. Ich bin übrigens gerade gestorben. Wie absolut geil ist das denn? So, den kann man nur mit Donkey Kong hier nehmen, dieses Rhinoceros. Ich bin ja jetzt leider nur Diddy Kong. Ja, das ist auch ein kleiner Nachteil, dass man halt diese Lizenz-Games nicht hat. So wie Super Star Wars und sowas, das gab es halt nicht. Und leider kann man auch keine weiteren Spiele aufmachen. Aber einfach mal so zum Fun mit Kumpels abends oder auch mal alleine, wenn man Langeweile hat, kann man hier auch ein paar Stunden mit Spaß verbringen. Ruckelt auch nicht und zuckelt nicht. Und diese 4:3 Grafik ist auch wirklich cool und retromäßig. Ja, so, erstes Level geschafft. Gehen wir wieder raus aus dem Menü. Ich hoffe, ich konnte euch mit diesen kleinen Demonstrationen einen Eindruck von dieser Konsole machen. Wie gesagt, ein paar mehr Spiele hätten sein können, weil ja auch so viele Lizenzspiele fehlen, wie gesagt, Aladdin und sowas alles. Aber die Spiele, die drauf sind, die sind auch geil und sind auch wirklich ein paar geile Sachen dabei. Gut, in diesem Sinne wünsche ich euch auch noch einen schönen Tag. Euer Ralf von Ralfs Unboxing. Ciao!